Hi Leute und herzlich willkommen in Sektor 6. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Nö, passt schon. Ach, wenn da automatisch eingestellt ist, werden... Dann werden so lange, bis ich das deaktiviere, immer alle Punkte auf... Aha, das gefällt mir. Das finde ich gut. Das gefällt mir ziemlich gut, Leute. Muss ich schon sagen? Nein! Weil... Das ist gut. Okay, weiter geht's. Ich bin schon wieder total matsch im Kopf. La 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 la. Aber ich muss heute noch ein paar Folgen aufnehmen. Ein paar Let's Plays sind heute noch fällig, bevor ich Feierabend machen kann. Auch wenn mein Hirn schon Pampelmuse ist. Also macht euch darauf gefasst, dass diese Folge und die nächsten 3, 4 oder so echt vielleicht ich irgendwie kaputt bin. Ich meine, keine Ahnung. Aber die Schildphysik ist schon cool. Free the Chocobos! Na, eine Kutschfahrt gefällig? Weißt du vielleicht, wo die junge Frau ist, die in dieser Kutsche war? Ich habe keine Zeit, um Frage und Antwort mit euch zu spielen. Kein Kunde, kein Service. Wir haben noch weniger Zeit. Willst du es drauf anlegen, was? Was ist hier los? Seid ihr neu in der Stadt? Macht mir bloß keinen Ärger. Wir suchen die junge Frau, die mit dieser Chocobo-Kutsche gefahren ist. Mhm. Und wollt ihr mir auch verraten, warum ihr diese Frau sucht? Wir wollen sie befreien. Weil er sich total in sie verknallt hat. Darum. Hä? Na, wenn das kein ernstzunehmender Notfall ist. Allerdings fahren wir verdammt viele Leute durch die Gegend. Kannst du sie mir genauer beschreiben? Genauer? Also mit die Beschreibung trifft zwar zu, aber das ist ja, da muss ich sagen, sie ist schick, weil mit allen anderen Beschreibungen kann er höchstwahrscheinlich nichts anfangen. Und es droht noch, dass wir vielleicht ihre Cover auflegen lassen, ne? Ihre Verkleidung. Also, sie ist schick. Sie ist schick. Schick? Du redest doch nicht etwa von Tifa. Genau. Oh je, da hat es anscheinend noch jemanden schwer erwischt. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Tifa wirst du eine ganze Weile nicht mehr wiedersehen. Warum das? Weil sie was Besonderes hat. Deshalb wurde sie zur Brautschau in Don Corneos Villa eingeladen. Eine Brautschau? So nennt Corneo es, wenn er sich eine neue Gespielin sucht. Und Tifa wird seinen Geschmack sicher voll treffen. Als sein langjähriger Vertrauter kenne ich seine Vorlieben nur zu gut. Du wirst dich darauf einstellen müssen, dass sie die Villa so schnell nicht mehr verlässt. Im schlimmsten Fall sogar nie wieder. Und wo ist diese Villa, wenn ich fragen darf? Hey, warte mal. Führst du etwa irgendetwas im Schilde? Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Lasst mich da bloß raus. Fort mit euch! Oh je, und weg ist er. Hm. Dann müssen wir uns wohl erst einmal in der Stadt umsehen. Okay. Also alles wie immer. Wie schon in Slums 7 und Slums 5. Erstmal einen Rundgang. Dieses Paket musst du nicht kontrollieren. Aber der Walmart. Willkommen auf dem Walmart! Hier wird gefeiert, geschlemmt, geschickert, ohne nervige Sittenpolizei! Natürlich haben wir auch was für Pärchen im Angebot! Vergnügt euch zu zweit. Oder vergnügt euch getrennt. Oder sucht ihr vielleicht Arbeit? Der Walmart wartet auf euch. Kein Bedarf. Gehen wir, Cloud. Wir sind für alle Wünsche offen, mein Herr.
sei nicht so verklemmt und hab ein bisschen Spaß! Die Mietverträge gibt's nur auf Tag. Wie in Cyberpunk sieht's hier aus? Eigentlich ist was? Wollten wir uns hier treffen. Ob bei dem alles in Ordnung war? Der sah gar nicht gut aus. Das sollte sich mal ein Arzt ansehen. Aber hier, in dieser Gasse... Man hört so furchtbare Geschichten. Herrje, komm doch endlich raus! Nanu, Nanöchen. Was ist denn da los? Hallo? Man hört so schreckliche Geschichten, habe ich gehört. Alles okay hier? Diese Bauchschmerzen. Diese Bauchschmerzen. Okay, ich weiß nicht genau, was hier los ist, aber es ist sehr seltsam. Was willst du? Ey. Und ich kann nichts machen. Habt ihr euch der Sache angenommen? Alles erledigt. Allerdings hat der neue Fett. Bist ganz schön neugierig, dass du dich in diese dunkle Seitengasse traust. Weil du so mutig bist, lasse ich dich noch einmal laufen. Ausnahmsweise. Ja, aber dann lass mich doch jetzt zu deinem Schatz da hochlaufen. Warum komme ich denn da jetzt nicht hin? Natürlich. Die Gasse ist zu eng für ein Third-Person-Spiel. Wenn ihr mich fragt. Na gut, dann. Schauen wir uns erstmal noch woanders um. Schauen wir uns mal kurz die Karte an, wie groß. Ach, der Wallmarkt an sich. Hä? Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Achso, da oben. Ist gar nicht so groß. Da oben geht es dann schon in die Landstraße 6-5. Wir müssen aber in die komplett entgegengesetzte Richtung. Ich gehe trotzdem mal hier ein bisschen abseits der Wege. Ja, neue Musik. Dankeschön. Barriere. Und das war's. Dann gehen wir wieder, oder? Ach du Scheiße. Alleine der Geruch lässt mich... Alleine der Geruch von was? Warum stehen hier in den Seitengassen überall Leute mit Bauchkrämpfen und Kotzen und so? Bei dem da drin alles in Ordnung ist? Sicher nur ein Besoffener. Tja, das kommt ja durchaus häufiger vor. Was los? Nur ein paar Eingeweihte wissen von diesem Laden. Und weißt du, hinter den Ansprüchen auf die Erde. Heute habe ich mir eine honigsüße Belohnung verdient. Holt euch die Eier! Warten schon auf mich. Ich verfolge den jetzt mal, oder? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber der hat eine Markierung so im Kopf. Der Johnny. Betreten oder nicht betreten? Das ist hier die Frage. Was für ein poetisches Dilemma. Kennst du dieses Gefühl? Schade, aber hätte ich mir denken sollen. Du siehst ja nicht gerade aus wie ein Poet. Und auf dein Gesicht spricht kaum ein Band.
bist wohl eher vom Typ gesunder Geist im gesunden Körper, was? Fürchterlich. Ha? Was ist? Hast du eine Frage? Hast du Tifa gesehen? Tifa? Wer bist du, dass du diesen lieblichen Namen kennst? Soll das etwa heißen, dass Tifa hier ist? Warum? Warum? Kann es sein? Ist sie mir etwa gefolgt? Um mich davon abzuhalten, die Stadt zu verlassen? Oh! Nur, ich habe keine Zeit zu verlieren! Tifa! Tifa! Ich komme! Was war denn mit dem los? Ach, nichts. Er ist immer so drauf. Als ob wir den kennen würden. Verzeihung, mein Herr. Wir haben leider noch geschlossen. Na dann. Na gut, dann geben wir nochmal der Questmarkierung nach. Mal schauen, ob uns wieder irgendjemand mit Symbol über dem Kopf entgegenläuft. Und uns woanders hinführt. Momentchen mal. Was ist denn das für ein Symbol hier? Ah, genau. Habe ich mir doch gedacht. Hallo, Cloud. Für meine Forschung bin ich bereit, bis ans Ende der Welt zu gehen. Aber ihr Fortschritt hängt von dir ab. Ich freue mich über jede Unterstützung. Schade. Nein! Na gut, okay. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich habe einen Kampfbericht für eine neue Beschwörermateria erstellt. Besiege die Esper, um die Materia zu vervollständigen. Also doch. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Chocomoppel. Los geht's. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Hatte gerade ein Hütchen geworfen. Ha. Eine angenehm mollige Esper, nachgebildet in einem virtuellen Raum. Es handelt sich um die Manifestation des legendären Chocobos, der Fruchtbarkeit und Glück symbolisiert. Chocomoppel kommt in vielen beliebten Märchen vor. Keine taktischen Informationen verfügbar. Immun gegen alles, resistent gegen alles. Ja, okay, dann haben wir einfach drauf, ne? Was ist hier gerade? Was war das gerade? Gehört das zu ihm? Ja, anscheinend. Okay, Aeris, wir müssen irgendwie seine Stun-Leiste füllen, sonst wird das hier nichts. Oh, gut gemacht. Ich weiß nicht wie oder wer oder was oder warum, aber cool. Jetzt draufhauen. Beschwören! Schön, dass du da bist! Himmelsschlag! Ist er wieder geschockt. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe keine Ahnung warum eigentlich. Eiszapfenhagel!
Himmelsschlag! Nochmal ein Himmelsschlag! Mein Gott, was passiert denn hier eigentlich? Ich krieg überhaupt nichts mehr mit. Schnell eine Analyse von dem da. Ein Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen B. Ein von Schokomoppel beschworenes mysteriöses Plüschtier. Es sieht aus wie ein bestimmtes Monster, dessen Name 6 Buchstaben lang ist. Na dann. Ich bin bereit. Schnell, bevor unsere Esper geht. Ah, ist schon zu spät. Na dann. Aber noch ein schönes Finale. Cloud, herzlichen Glückwunsch. Hiermit wäre verifiziert, dass das Universum durchaus Humor hat. Dein lustiger Partner Schokomoppel und du. Mit vereinten Kräften werdet ihr Shinra schon überrollen. Schokomoppel klingt nach einem coolen Esper. Ich glaube, der stiftet einfach totales Chaos, beschwört alle möglichen komischen Dinge. Und ich glaube, das ist cool. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Und ich freue mich drauf, jetzt sofort Schokomoppel auszurüsten und dann ewig lang warten zu müssen, bis ich den endlich mal irgendwie im Einsatz sehen kann. Yeah! Na schön, ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier für heute aber Schluss. Und morgen machen wir weiter an der Stelle. Hey! Tschüssi.